Und da, wo die letzte Folge aufgehört hat, geht jetzt die nächste los. Es ist die Folge 11. Die Sonne wird demnächst hier untergehen in meinem wunderschönen Minecraft-Gebiet. Ich müsste eigentlich ein paar Bäume fällen und mit dem Bau meines Hauses anfangen. Und da hinten ist ein Schwein. Das ist sehr cool, dass da ein Schwein ist. Ich könnte es ja auch irgendwie einfangen versuchen, aber ich glaube, dazu fehlt mir ein Zaun. Ich kann hier noch ein paar Fackeln setzen. Da wachsen wunderschön meine Bäume. Weiß gar nicht, wie es mein Inventar um Holz steht. Eigentlich gar nicht so schlecht. Ich fäll jetzt einfach diesen Baum hier und dann lege ich mich hier gleich schlafen, nachdem ich die letzten zwei Folgen in der Mine verbracht habe. Und hoffe, dass hier einfach keine Zombies auftauchen. Und mir auf den Keks gehen, und ich habe jetzt Lautsprecher angehabt, also habt ihr wahrscheinlich die Musik doppelt gehört, was auch keine gute Sache war. So. Eine Nacht durchgepennt, es ist wieder Tag. Ich sehe, mein ganzes Gärtchen hier ist relativ fertig. Also kann ich es wieder neu anpflanzen. Erstmal mit diesen tollen stacheligen Pflanzen, aus denen ich mich in Verteidigungswahl ein bisschen bauen werde. Dann sehe ich, sind meine Melonen soweit fertig. Auch die sind noch gelblicher geworden, als diesmal früher waren. Karotten sind auch fertig. Ich könnte mein Schwein füttern, auch wenn das überhaupt nichts bringt. Weil es gibt hier kein zweites Schwein. So, wie sieht es hier mit den Karotten aus? Die Fräschen und Rosen werden jetzt gefällt. Und gegen Kartoffelacker ausgetauscht. Drei Stück habe ich noch. Ah, das mag mich, das Vieh. Nur weil ich es einmal gefüttert habe. So, mache ich mal hier irgendwie drei Felder. Oder vier. Dann kann ich dieses wunderschöne Feld halbwegs abernten. Aber jetzt springe ich auf mein eigenes Feld. Total blöd von mir. Damit habe ich jetzt mehr Setzlinge erwirtschaftet. Pflanze ich die Dinger wieder an. Vielleicht finde ich noch ein zweites Schwein hier irgendwo. Oder es spawnt netterweise eins. Dann könnte man hier auch Viecher züchten. Okay, der Baum ist ohne Setzlinge despawned. Das ist letztendlich hier ja völlig egal, weil ich bin eh in der Nähe des passenden Bioms. Somit dürfte das jetzt kein Problem darstellen an sich. Aber egal, das ist jetzt halt so. Okay, ich müsste da höher hüpfen, dann brauche ich halt ein bisschen Dirt. So machen wir das. Ja, heute spiele ich wieder Minecraft, weil Siedler 1 gerade zu anstrengend ist. Ich müsste mal ein Level ausprobieren, habe aber gerade dazu nicht großartig viel Lust. Deswegen spiele ich jetzt ein bisschen Minecraft halt. Weil es so Spaß macht. Zur Zeit gerade. Yay, jetzt habe ich auch noch einen Setzling. Und wir haben sogar ein bisschen Cobblestone hier. Und ich bräuchte neue Lava. Ich glaube, ich hole mir eine neue Lava. Aus meinem Eimer. Zack. Mann, ich habe den Eindruck, dieser Rechner gibt langsam seinen Geist auf, der rückelt
ruckelt immer wieder, dürfte aber das nicht machen. Ich verstehe nicht warum und weshalb er das fieserweise tut, aber er macht's halt. So, Giomus Rosen kommt da rein. Habe ich jetzt ein bisschen Zeugs hier halt. Ach, wieder ein Hänger. Und Framerate von 30 Frames, warum auch immer. Entweder das ist die Aufnahme, die irgendwie rumspackt, weil sie falsch eingestellt ist. Oder dieses Ding hier verabschiedet sich wirklich. Was sehr schade und kostspielig wäre. Es ist zwar nicht mehr ein neuer Rechner. Es ist ein alter i7-4770. Wieder ein Einbruch. Was soll das? Ich weiß auch nicht, was hier im Hintergrund läuft. Eigentlich gar nichts. Warum der jetzt meint, hier rumzulaggen. Ich spiele ja nur Minecraft. Ist das denn inzwischen so effektiv geworden oder keine Ahnung? Cool, hier ist ein Loch. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Meine blöden Bambusdinger sind hier weitergewachsen. Oder ist es das Laden hier dieser Chunks? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So. Machen wir den Bambus hier weg. Das Schwert ist kaputt. Nehme ich die Axt. Habe ich Inventar voller Bambus. Vielleicht baue ich mir daraus einfach einen Zaun zur Mine erstmal, damit mir die Zombies hier nicht ständig das ins Handwerk pfuschen. Weil diese Bambus-Dinger lassen ja eigentlich niemanden so gut durch. Oh, guck, da kommt schon der erste von der Sorte, wenn ich schon darüber rede. Oh, toll, das wächst ja schon sofort, das Zeug. Das ist ja noch schlimmer wie Unkraut. Ich weiß auch nicht so wirklich, was man aus dem Bambuszeug Sinnvolles craften kann, weil das sich bis jetzt, toll, das kann man ja hochbauen, gemacht habe, ist eher schwachsinnig, aber egal. So, hier fliegt noch mehr Bambus rum. Kommt alles in die Kiste. Und ich habe ja euch versprochen, dass ich hier ein bisschen Landschaft verhunzen werde. Also fange ich jetzt einfach damit an. Indem ich mit meiner Fackel ein wenig Sand abbaue. Denn die eignet sich dazu hervorragend. Billiges, schnelles Abbauen von Sand. Mit dem einzigen Haken, dass ich jetzt hier nicht rauskomme, baue ich halt weiter Sand ab. Zack, und irgendwann kommt das Wasser und dann passt das schon. Ah, Mist. So. Kann ich hier wieder auftauchen. Habe ich erfolgreich Sand abgebaut. Mache ich mir hier so Kanälchen hin. Die sind zwar völliger Quatsch, aber dann kann ich mir erlauben, hier mehr von diesem Zuckerrohrzeug oder was das ist, anzubauen. Was halt den Vorteil hat, dass ich dann Bücher irgendwann produzieren kann. So, Eisen ist fertig. Kommt das Zeug hier rein. Dann habe ich wieder ein bisschen Kohle hier erwirtschaftet. Hole ich noch mehr Lava für Cleanstone. Hochlebe Lavasee. Meine billige, effektive Energiequelle. So, habe ich jetzt einen Stack Cobblestone hier? Nö, habe ich nicht. Die muss ich erstmal abbauen. Und dann gehe ich wieder in die Mine. Na toll.
Ja, so läuft das hier. Oder ich hole einen aus der Mine, dann muss ich nicht so viel da herumgraben. Ich meine, da einen zu haben. Ja, habe ich. Gehe ich hin zu meiner tollen Mine und zu den Öfen hier. Stopf das mal rein. So, ich könnte diesen Baum hier wegkloppen. Das Gebiet dann für Landwirtschaft umbauen. Langfristig. Und irgendwann mal auch anfangen, mein Haus hier zu errichten. In irgendeiner Folge Minecraft. Und es wird wieder dunkel. Ja, und so zerstört man die Umwelt, also, liebe Kinder, indem man einfach Sand abbaut. Denn Sand ist extrem nützlich. Autsch. Es wird wieder dunkel in unserer schönen Minecraft-Welt. Aua! Jetzt bin ich selber in meinen tollen Sträucher reingelaufen. So, hier produziert sich Glas, da Cleanstone. Das heißt, die ersten Vorkehrungen fürs Haus werden praktisch getroffen. Ein neuer wunderschöner Tag. Zeit mal ein bisschen Hühnchen zu essen. Und einen neuen Baum zu fällen. Also hier gibt es noch reichlich Sand, den man abbauen könnte, wenn man es wollte. So, die Renaturisierung von diesem Gebiet wird natürlich entsprechend langweilig ausfallen. Aber dann sagen die Firmen, ja gut, wir haben unsere Abbautätigkeit beendet und alles im natürlichen Zustand wiederhergestellt. Nur dass der begehrte Rohstoff dann irgendwann weg ist, ist natürlich so eine Sache. Was sind das denn für Leute? Haben die NPCs jetzt jemanden losgeschickt, der mich hier fertig machen soll? Sieht ganz so aus. Gut, auf offenem Feld werde ich nicht mit Armbrustschützen kämpfen können, ohne dass es mich tötet. Aber wenn die es meinen, braucht man nicht nur immer Skelette, die einen auf den Keks gehen, sondern es gibt jetzt auch NPCs, die mich hier überfahren wollen. Tja. Und jetzt bin ich verflucht, oder was? Also keiner nähert sich meiner Niederlassung jetzt mehr friedlich hier. Gar nicht. Wenn ich das wegklappe. Bad Omen. Was kann ich jetzt mit diesem tollen Banner machen? Das ist dann wie bei The Forest einfach so Totems. Weil
Wahrscheinlich die stelle ich mal hier hin und die sollen die Leute hier abschrecken, die hier vorbeischauen. Da. So nach dem Motto, wer hier vorbeikommt, der hat's nicht leicht. Ich hoffe, dass mein Schwein jetzt einfach hier das Gebiet besser verteidigt. Es hat seine Arbeit nicht getan. Oder ich sollte mal upgraden und hier das Mein-Schaf erholen. Das wäre vielleicht besser und sicherer. Mal sehen, ob sich die Überfälle einfach häufen. Aber dass die hier mit einer Armbrust auftauchen, finde ich schon ein bisschen dreist. Also, ich bin in deren Dorf reingegangen. Ich habe da nichts geklaut. Aber vielleicht war das der Fehler. Ich glaube, ich muss das Ding einfach ausplündern. Ich weiß auch nicht, wie lange dieses Bad Omen dauert. Müsste mal recherchieren, was das darstellen soll. Ja, aber dann hat mich wahrscheinlich der Medizinmann hier verflucht. Interessante Neuerung. Bis jetzt kenne ich NPCs ja nur als Volltrottel, die man in schwebenden UFOs aus Türen mit Wasser in der Mitte über NPC-Dörfern eingesperrt hat, damit möglichst viele davon spawnen und dass man Eisengolems farmen kann. Also so haben es 90% der Leute, die auf meinem Server gespielt haben, immer gemacht. Mit dem Erfolg, dass der Server dann irgendwann mal Schrott gegangen ist, beziehungsweise die Karte unnutzbar wurde. Naja, und wenn hier so Leute auftauchen, dann, also diese NPCs, die bösen NPCs, dann muss ich hier die Verteidigungsmaßnahmen hochschrauben. Es ist einfach wie bei The Forest, ja, die kommen und sind sofort feindlich. Ich habe doch nichts getan, außer hier ein bisschen die Natur zerstört. Es ist so ein Verbrechen, euer Wasser zu vergiften, eure Sandressourcen abzubauen. Ich wollte dieses Land ja nur ein bisschen zivilisieren. Tja, also hier wenn, cool, eine Schlucht, die ich noch nie gesehen habe. Wahrscheinlich ist die hier über Nacht aufgetaucht. Und da wäre noch ein zweites Schwein, was ich herlocken könnte. Interessante Dinge passieren. Die Frage, wo kamen die grauen Typen her? Aus dem Dschungel oder aus diesem nordischen NPC-Dorf? Ich weiß es nicht. Ich würde es auch wahrscheinlich nie erfahren. Bauen wir jetzt einfach eine Mauer aus Bäumen. Arbeite hier ein bisschen am Ausruf von Keller. Ich weiß auch gar nicht, was für eine Form mein zukünftiges Haus haben soll. Muss ich mir noch überlegen. So, das Glas ist ein bisschen fertiger. Wir haben fast einen Stack Cleanstone. Hier ist noch ein bisschen Cobblestone. Kann ich gleich den Ofen wieder befeuern. Wieder ein Framerate-Einbruch, warum auch immer. Und ich glaube, es ist eine ziemlich lange Folge und es ist Zeit, diese zu beenden. Ich überlege mir, was ich in der nächsten Folge mache.